Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe der Zeit im Bild 2 an einem Tag der Gewalt im Nahen Osten. Angriff auf Israel, tausende Raketen regnen auf das Land, die radikale Hamas nimmt Dutzende Geiseln und terrorisiert die Bevölkerung Israels. Hunderte Menschen sterben bei den Kämpfen, tausende werden verletzt. Die israelische Regierung versetzt das Land in den Kriegsmodus und beruft Reservisten ein. Wir schalten nach Tel Aviv und live im Studio ist Außenminister Alexander Schallenberg. Wir beginnen die Sendung aber ganz aktuell mit einem Polizeieinsatz in Wien. Im 21. Bezirk in Floridsdorf kommt es vor kurzem zu einem Großeinsatz der Polizei. Mit Sturmgewehren und gepanzerten Fahrzeugen wird die Gegend gesichert. Die Bevölkerung wird aufgerufen, die Gegend zu meiden. Die Polizei bestätigt der Zeit im Bild 2 zurzeit 4 Verletzte. Man geht von einem Konflikt zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen aus. Die Fahndung läuft noch weiter. Und wir gehen jetzt zu meiner Kollegin Madeleine Grohmann nach Floridsdorf. Was wissen Sie denn schon? Also es ist hier ein Großaufgebot der Polizei. Auch die Wega ist gekommen. Der Einsatz ist derzeit noch am Laufen. Es ist hier wirklich alles großräumig abgesperrt. Die Autos werden kontrolliert. Auch wir wurden hier nur reingelassen, weil wir von der Presse sind. Es wurden nämlich bis vor kurzem noch 2 Fahrzeuge gesucht. Die hat man mittlerweile aber gefunden. Die dürften eben mit dieser Schießerei hier hinter mir im Zusammenhang stehen. Vor kurzem ist auch der Pressesprecher gekommen und ich habe ihn kurz vor der Sendung noch gefragt, was da gerade passiert ist. Laut Augenzeugen hat es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben. Es sollen auch Schüsse gefallen sein. 4 Personen sind verletzt worden, sind bereits notfallmedizinisch versorgt worden von der Berufsrettung Wien und in ein Spital gebracht worden. Zeitgleich hat die Wiener Polizei mit einem enormen Großaufgebot den Bereich abgesperrt und nach den mutmaßlichen Tätern gefahndet, die laut den Zeugen mit 2 PKWs geflüchtet sind. Diese PKWs sind mittlerweile gefunden worden, sichergestellt worden. Ein Kennzeichen war bekannt und über dieses Kennzeichen ist man jetzt gerade dabei herauszufinden, wo sich die mutmaßlichen Täter befinden. Es wird also noch nach den Tätern gesucht, aber das hat man betont, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung hier. Madeleine Grohmann, vielen Dank für diese ersten Informationen. Es war ein grausames Erwachen für die Bevölkerung in Israel heute. Die radikal-islamische Hamas hat vom Gazastreifen aus tausende Raketen auf das Land niedergehen lassen, bis hinauf nach Tel Aviv. Zahlreiche Kämpfer durchbrechen den milliardenteuren Grenzzaun zum Gazastreifen mit einem Bagger, feuern um sich, nehmen zahlreiche Zivilisten als Geiseln. Bis in den Abend wird an dutzenden Stellen gekämpft. Im ganzen Land heulen die Sirenen. Die Bevölkerung wird aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Terroraktionen, besetzte Siedlungen, Geiselnahmen, nach Gaza verschleppte Zivilisten und Soldaten. Es ist eine bisher ungekannte Eskalation im seit Jahrzehnten schwelenden Konflikt. Die sonst gut informierten israelischen Geheimdienste haben vor der großen Attacke nicht gewarnt. Und das, obwohl erst gestern der 50. Jahrestag des Beginns des Yom Kippur-Krieges begangen wurde. 1973 starben in wenigen Wochen Zehntausende Menschen. Israels Premier Benjamin Netanyahu sieht sich heute auch wieder im Krieg und schwört, wir werden gewinnen. Die Bilanz des heutigen Tages: 200 tote Israelis, laut Palästinenserbehörde 232 tote im Gazastreifen. Nikolaus Wildner berichtet. Es ist ein Albtraum, nur noch viel schlimmer, heißt es heute in israelischen Medien. 6 Uhr am Wochenende, das ganze Land schläft. Ich bin von den Sirenen aufgewacht und hinausgegangen, habe ein Meer von Leichen auf den Straßen gesehen. Wir befinden uns im Krieg. Es sei ein Totalversagen der israelischen Geheimdienste. Die Terroroffensive erwischt Israel völlig überraschend. Doch ganz unerwartet kommt der Angriff nicht. Die schwerste innenpolitische Krise in Israels Geschichte seit Anfang des Jahres hat die Feinde Israels auf den Plan gerufen. Terrororganisationen wie die in Gaza regierende Hamas haben Israel als verwundbar gesehen. Anscheinend hatten sie recht. Hamas-Kämpfer, die den milliardenteuren Sicherheitszaun zu Gaza durchbrechen oder überfliegen. Bisher hat er als unüberwindbar gegolten. Terrorists from Gaza Strip.
Terroristen aus dem Gazastreifen sind bei uns gelandet und haben die Kontrolle über israelische Ortschaften übernommen. Sie haben Menschen ermordet, mitten auf der Straße. Begleitet wird das Eindringen durch den Abschuss tausender Raketen bis nach Tel Aviv und Jerusalem. Mehr als 250 Tote und rund 1500 Verletzte auf israelischer Seite. Das übersteigt den israelischen Blutzoll vergangener Eskalationen bei weitem. Auch von Geiselnahmen und Entführungen nach Gaza wird berichtet. Ihre Freunde sind ebenfalls unter den Opfern. Some have been killed, some have been wounded. Manche sind getötet worden, manche verletzt, andere sind entführt worden. Wir kennen die Einzelheiten nicht, weil es ein riesiges Chaos ist. Auf so etwas waren wir nicht vorbereitet. Wir sind geschockt. We are in shock. All the country are shocked. Allahu Akbar! Am Nachmittag hat die israelische Armee Entführungen von Soldaten und Zivilisten offiziell bestätigt. Eine genaue Zahl gibt es aber nicht. Gefangene Israelis und gekapertes israelisches Militärgerät. Für die Unterstützer der Aktion in Gaza ein Grund zu feiern. Mit Gottes Hilfe werden wir siegen. Sie haben uns genug gequält. Jetzt sind wir an der Reihe. Natürlich haben wir Angst. Wir haben Angst vor dem, was sie jetzt machen werden. Vielleicht werden sie uns auslöschen. Die Frage, bleibt die Gewalt auf Gaza beschränkt oder könnte es jetzt zu einem Mehrfrontenkonflikt kommen? Wenn es nach der Hamas geht, schwappt der Terrorfeldzug auch nach Jerusalem und ins Westjordanland über. Für Israel wäre ein Flächenbrand der nächste Albtraum. Israel steht unter Schock und sucht nach einer Antwort. Seit Mittag bombardiert die Luftwaffe Ziele in Gaza. Von dort werden über 200 Tote und mehr als 1600 Verletzte gemeldet. Dem Nahen Osten steht eine unruhige Nacht bevor. Und es wird wohl nicht bei einer bleiben. ORF-Korrespondent Tim Kuperl war wegen der Tagung der ORF-Korrespondenten in Wien und befindet sich zur Stunde im Flieger. Wir schalten jetzt zum Leiter des ZDF-Studios in Israel, Michael Beverunge. Am Abend hat der Chef der Hamas angekündigt, die Kämpfe ausweiten zu wollen. Wie ist denn zurzeit die Situation? Also die Kämpfe halten weiterhin an. Es gibt auch weiterhin Raketenbeschuss auf Tel Aviv und andere Städte, vor allem auf israelischem Territorium, was dem Gazastreifen vorgelagert ist, wird an weiteren Hotspots gekämpft. Da sind zum einen eine Polizeistation in Sderot, wo mittlerweile schweres Gerät mit Baggern diese Polizeistation auseinandernehmen. Und es gibt Geiselnahmen in anderen Städten, wo Hamas-Kämpfer mehrere Dutzend Geiseln in Häusern festhalten. Das ist natürlich nicht so einfach. Ein Sprecher der Armee sagte heute, Special Ops Team, also Spezialkräfte und auch Verhandlungsteam sind vor Ort. Aber das ist die große Frage, wie man diese Geiselnahmen beenden will, unblutig. Das ist schwer vorstellbar, denn wahrscheinlich ist es genau das Ziel der Terroristen, eben keine unblutige Lösung herbeizuführen. Vor kurzem berichten israelische Medien, dass Premier Netanyahu den Oppositionspolitikern Yair Lapid und Benny Gantz die Bildung einer Notstandsregierung angeboten habe. Was bedeutet denn das? Es gab zunächst ein Angebot von Oppositionsführer Yair Lapid an Benjamin Netanyahu, eine Notstandsregierung zu bilden, allerdings unter der Bedingung, dass er die extremistischen Kräfte in dieser Regierung, die religiösen Siedlerparteien, hinauswirft. Netanyahu hat nun seinerseits gekontert und hat eine Notstandsregierung mit Oppositionsführer Lapid und einem weiteren Führer Benny Gantz ins Spiel gebracht, hat aber offen gelassen, was mit den extremistischen Parteien passieren soll. Insofern ist noch unklar, ob ein solches Angebot tatsächlich belastbar ist. Seit Jahrzehnten muss sich ja Israel immer wieder gegen Angriffe auch aus dem Gazastreifen verteidigen. Wie konnte man von so einer massiven Attacke überrascht werden? Das ist die große Frage, die sich hier alle stellen. Wie konnte das passieren? Das ist so ein bisschen ein 9-11-Moment in der israelischen Geschichte, wie der Angriff auf die beiden Türme in Amerika. Die Nation ist quasi von einem militärischen Präzisions-, aber Terrorangriff getroffen worden, wie es ihn vorher noch nicht gegeben hat.
Und die Aufarbeitung hat gerade erst begonnen, aber im Moment sammeln sich erstmal alle Kräfte, um diesen Terroranschlag zurückzuschlagen. Und es ist davon auszugehen, dass es Planungen für eine Bodenoffensive gibt. Die Frage ist, wann sie kommt, wie stark sie sein wird. Aber viele Stimmen deuten darauf, dass es zu einer solchen Bodenoffensive kommen wird und zu einem wahrscheinlich mehrere Wochen anhaltenden Krieg. Michael Beverunge in Tel Aviv, vielen Dank für diese Einschätzungen und Ihre Berichte den ganzen Tag über. Aus großen Teilen der Welt kommen heute ablehnende und verurteilende Worte zum Angriff auf Israel. UN-Generalsekretär Guterres verurteilt den Angriff aufs Schärfste. US-Präsident Biden versichert Israel seiner felsenfesten und standhaften Unterstützung. Israels Erzfeind, der Iran, bekräftigte einmal mehr Drohungen gegen das Land. Die Befürchtungen werden größer, dass der Konflikt sich zu einem Flächenbrand entwickeln könnte. Rosa Lein berichtet. Gaza und das Westjordanland sind durch Israel geografisch getrennt, doch emotional sind sie einander nahe. In der Stadt Nablus etwa gingen die Menschen auf die Straße, um den überraschenden Angriff auf Israel zu feiern. Auch in der Hauptstadt Jordaniens, in Amman, gingen Dutzende auf die Straße, um ihre Unterstützung zu zeigen. Es handelt sich um eine einzigartige Operation, die zeitlich und umfangreich gut geplant war. Es schockiert die zionistische Einheit, die mit ihrer Arroganz glaubte, sie könne den Widerstand begrenzen und den Widerstand in Jenin und Gaza schwächen. Sie dachten, dass Gaza schläft. Auch der Iran gratuliert der Hamas. Konkret ist von einem Wendepunkt des bewaffneten Widerstands des palästinensischen Volkes gegen die Zionisten die Rede. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan versucht sich in Deeskalation und ruft beide Seiten dazu auf, die Aggression zu stoppen. Angesichts der jüngsten Vorfälle, die sich heute Morgen in Israel ereignet haben, ruft die Türkei beide Seiten dazu auf, Zurückhaltung zu üben und von aggressiven Handlungen abzusehen, die die Spannungen in der Region weiter erhöhen. Klare Bekenntnisse zu Israel gibt es zweifelsohne, allen voran aus den USA. Die USA stehen auf der Seite Israels. Wir werden uns darum kümmern, dass sie alles haben, um sich zu verteidigen. Auch aus Europa kommt Unterstützung für Israel. Ich habe heute Morgen den israelischen Ministerpräsidenten Bibi Netanyahu angerufen und gesagt, dass wir diesen Angriff verurteilen, dass wir Israel unterstützen und dass wir Israel natürlich auch dabei unterstützen, Widerstand zu leisten und sich zu verteidigen. Auch Deutschland stellt sich auf die Seite Israels. Dieser Tag ist eine Zäsur, ein präzedenzloser Akt der Eskalation durch die Hamas. Außenministerin Annalena Baerbock spricht von brutalen Angriffen der Hamas. Live bei mir im Studio begrüße ich jetzt Außenminister Alexander Schallenberg von der ÖVP. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Minister, wird der Terror des heutigen Tages jetzt zum Krieg in einer ganzen Region? Also die Hoffnung ist natürlich, dass es nicht so ist. Aber es könnte ein Flächenbrand werden. Wir wissen auch im Norden, die Hisbollah und andere Terrororganisationen, wo es schon gewisse Bewegungen gibt. Aber ich will ja mal sagen, dieser Tag ist ein Schock. Ich glaube, vor allem für die Menschen in Israel, aber auch für alle anderen und die Freunde Israels. Es sind verstörende Bilder, die uns erreicht haben, die einen zum Teil schon an den Terror von Daesh, von ISIL erinnern, was da geschehen ist, an wahlloser Brutalität. Das geht einem wirklich unter die Haut. Und wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein, dass nicht noch andere sich dadurch animiert sehen und vielleicht auch loslagen. Aber Israel hat heute schon angekündigt, hart zurückschlagen zu wollen. Es steht natürlich im Raum, dass jetzt eine Bodenoffensive der israelischen Armee kommt. Rechnen Sie damit? Also am Weg hierher zum Königlberg hat das Sicherheitskabinett noch getagt in Israel. Also ich weiß nicht, was die Entscheidungen sein werden. Natürlich steht eine Bodenoffensive im Raum mit allen Gefahrenelementen, die sowas auch für Einsatzkräfte Israels mit sich bringt. Aber es ist zu befürchten, dass Israel natürlich jetzt sehr stark reagieren wird, weil das ist eine nie sozusagen dagewesene Form der Gewalt eigentlich. Sie haben es ja vorher erwähnt, 50 Jahre Yom Kippur Jubiläum, wenn man so sagen will. Und das ist schon erschreckend, dass man das jetzt wieder sieht. Die Bilder wollten wir eigentlich nicht mehr aus dem Nahen Osten sehen. Israel habe das Recht auf Verteidigung und unsere Unterstützung, sagen Sie heute. Aber welche Rolle kann der Österreich, welche Rolle kann die Europäische Union da spielen?
Ich glaube zum einen, und das sage ich auch sehr deutlich als österreichischer Außenminister, dass wir solidarisch an der Seite des israelischen Volkes stehen. Für uns ist die Sicherheit Israels auch Staatsraison. Und ich habe heute auch mehrmals mit dem Bundeskanzler darüber gesprochen. Der hat selber Kontakt gehabt mit Isaac Herzog, dem Präsidenten Israels, ich mit meinem Kollegen Eli Cohen. Und es geht nicht darum unbedingt, was wir jetzt machen im Sinne von Hilfe leisten. Da gibt es auch keine konkreten Anfragen noch von israelischer Seite, die wir natürlich, wenn sie kommen, dann uns genau anschauen. Sondern es geht jetzt einmal um Akt der Solidarität, der Compassion, würde ich sagen. Und wir haben da, glaube ich, auch völlig zu Recht wieder ein sehr sichtbares Zeichen gesetzt, indem wir die israelische Fahne gehisst haben. Verzeihung, beim Bundeskanzleramt und Außenministerium. Die Terrorattacken kommen ja zu einem sehr heiklen Zeitpunkt. Israel strebt zurzeit eine gänzliche Neuordnung der Region, man kann es kaum anders nennen. Etwa eine Annäherung mit Saudi-Arabien, das wäre ein völlig neuer Schritt. Nicht wenige vermuten dann einen Zusammenhang, Sie auch? Ja, ich glaube schon, dass hier doch der Wunsch da ist, Sand ins Getriebe zu werfen, um es freundlich zu formulieren, dass sie diese Annäherung nicht wünschen. Israel, das war die Abraham-Abkommen, die eine Normalisierung der Beziehung Israels etwa mit Marokko, Bahrain und den Arabischen Emiraten herbeigeführt hat, waren ein echter Gamechanger im Nahen Osten. Und ja, ich habe auch diesbezüglich Gespräche gehabt am Rande der UNO-Generalversammlung vor 3 Wochen in New York, stand im Raum, dass eigentlich in den nächsten Monaten hier vielleicht auch so ein Abkommen mit Saudi-Arabien möglich wäre. Und das wäre natürlich ein besonders großer Schritt, dass hier natürlich solche Terrororganisationen wie Hamas, die das Existenzrecht Israels verneinen, die Israel vernichten wollen, die so eigentlich jeden Menschen dort umbringen wollen, in der erklärtermaßen, dass die das nicht sehen wollen, ist ja klar. Die Hamas wird ja von regionalen Mächten unterstützt, das ist vor allem der Iran zu nennen, aber auch die Türkei. Österreich hat sich ja bei diesen beiden Ländern immer auch ein bisschen eine Mittlerrolle in der Europäischen Union, beim Iran durch die Atomgespräche. Bei der Türkei gab es zuletzt Kontakte rund um die Russland-Ukraine-Krise und den Krieg. Muss Österreich da auf diese beiden Länder mehr Druck ausüben? Nun, wir haben eine sehr klare Linie, was Iran betrifft. Also man hat das Gefühl, dass Iran ist so eine Abwärtsspirale in den letzten 2 Jahren, dass sie eigentlich bei jeder Wegzweigung falsch abbiegen. Wir waren der Ort, wo die Atomverhandlungen stattgefunden haben, haben sehr viel auch selber investiert in diese Verhandlungen, dass sie stattfinden können. Und da ist auch die Enttäuschung in Wien besonders groß. Natürlich muss man auch Druck ausüben. Und es muss jedem klar sein, wer solche Terrororganisationen finanziert, der tut die ganze Zeit eigentlich mit einem Streichholz an der Lunte des Pulverfasses im Nahen Osten herumspielen. Und das ist lebensgefährlich. Es muss jedem klar sein, dass Israel jetzt hart zurückschlagen wird, gerade im Gazastreifen, von wo die Angriffe kommen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Hamas das in Kauf nimmt, dass am Ende wieder die Zivilbevölkerung im Gazastreifen den Preis dafür bezahlen? Es ist ja von einem Zynismus sondergleichen. Also genauso wie schon in der Vergangenheit, als sie 2021 tausende Raketen nach Israel geschossen haben und dann teilweise ganz bewusst zivile Einrichtungen wie Schulen als ihre Zentren verwenden, um sich dort zu verschanzen, um dann behaupten zu können, die Israelis bombardieren sogar Schulen. Das ist ein Zynismus sondergleichen. Man darf nicht vergessen, bei aller sozusagen Bewertungen, die manchmal hier in anderen Staaten vorgenommen wird, das ist eine Terrororganisation. Die Mitglieder der Hamas wollen Israel vernichten. Da gibt es auch, wir haben es ja vorher gerade gehört, gar keinen Wunsch zu einer Verhandlungslösung. Die wollen, dass Israel aufhört zu existieren. Und das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. In Deutschland gibt es bereits eine sehr intensive Diskussion über die Hilfsgelder für die Palästinenser. Das internationale Auschwitz-Komitee hat heute getwittert, nicht nur die deutsche Bundesregierung müsse sich fragen, warum die EU palästinensische Behörden mit ihrem Präsidenten Abbas immer wieder durch massive Finanzhilfen unterstützt. Was antworten Sie? Nun, ich glaube, man muss ja auch unterscheiden zwischen dem, was getan wird, damit es zu keiner humanitären Katastrophe kommt, sei es im Westjordanland oder im Gazastreifen. Wir finanzieren auch zum Beispiel die UNRWA, das ist die UNO-Organisation vor Ort, die, glaube ich, durchaus Sinnvolles macht. Aber wir hatten schon in der Vergangenheit Diskussionen, als es zum Beispiel um Schulbücher ging, wo wir Gelder zurückgehalten haben, weil wir gesehen haben, die palästinensischen Schulbücher entsprechen einfach nicht den Tatsachen und enthalten Fake News. Also solche Maßnahmen sind durchaus denkbar und kann man sich anschauen. Das heißt, ein möglicher Stopp oder zumindest ein teilweiser Stopp für Hilfsgelder für Palästina? Ich glaube, man sollte auf europäischer Unionsebene sich genau anschauen, wohin gehen die Gelder, was unterstützen wir hier wirklich. Aber ich würde hier warnen davor, jetzt emotional zu sagen, es muss alles gestoppt werden, das wäre der falsche Zugang. Da würden wir erst recht mehr humanitäre Not und mehr Frustration und dann vermutlich auch mehr Gewaltbereitschaft erzeugen. Herr Außenminister, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke sehr.
Wann immer der Nahostkonflikt eskaliert, trifft das auch oft die jüdische Community in Österreich. Weit weg von Israel sieht sie sich immer wieder mit antisemitischen Übergriffen konfrontiert, heute auch mit der Sorge um Familie und Verwandte. Patrick Ruska hat einige von ihnen getroffen. Die schrecklichen Bilder und Nachrichten aus Israel, auch in Österreich sorgen sie in der jüdischen Community für Entsetzen und Sorgen. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Also komplett angsterfüllt, man weiß nicht, was passieren wird. Man weiß nicht, wie es dazu kommen konnte, man weiß nicht, was passieren wird. Man kriegt die ganze Zeit neue Nachrichten rein, neue Infiltrationen. Also grundsätzlich geht es meinem Vater gut, aber es ist natürlich extrem angsterfüllend gerade. Die Künstlerin Sascha Turkow hat selbst Familie im Süden des Landes. Wir sind natürlich im laufenden Kontakt mit unserer ganzen Familie, die verteilt in Israel lebt. Mein Onkel wurde einberufen, das bedeutet, meine ganze Familie, also meine Cousins und Cousinen, seine Kinder, meine Tante, sind alle unter Schock und machen sich natürlich schreckliche Sorgen, vor allem auch, weil wir nicht wissen, was jetzt passieren wird. Auch um Verwandte in anderen Landesteilen macht sie sich Sorgen. Die Empfehlung oder die Warnung der israelischen Regierung ist, bleibt zu Hause, geht auf keinen Fall aus dem Haus. Das sind terroristische Anschläge. Menschen kommen nach Hause zu den Israelis. Es ist wirklich ein Angriff auf die Zivilbevölkerung. Der Jurist Bini Gutmann, Mitglied des World Jewish Congress, hat ebenfalls Familie und Freunde in Israel. Es ist der schrecklichste, es ist der schlimmste Angriff auf Israel und auf die israelische Zivilbevölkerung seit wahrscheinlich 50 Jahren. Es ist, glaube ich, auch nicht zufällig gewählt worden, dass diese Attacke heute stattgefunden hat, 50 Jahre nach dem Beginn des Yom Kippur-Kriegs, der immer noch ein kollektives Trauma in Israel ist und gleichzeitig aber auch am Schabbat und an dem jüdischen Feiertag, an Simchat Torah, der heute ist. Er sieht auch die israelische Politik in der Verantwortung. Da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ob die rechtsextreme israelische Regierung, die in den letzten Monaten vor allem damit beschäftigt war, Demokratie in Israel abzubauen und nicht mit dem Schutz des Landes, wie sie vorgegeben hat, nicht auch eine Rolle daran trägt, indem sie dieses Sicherheitssystem, und das wurde seit Monaten von ganz, ganz vielen aus dem Sicherheitsestablishment in Israel gesagt, indem sie dieses Sicherheitssystem immer mehr gefährdet und in den Boden gefahren haben. In Österreich ist man besorgt, dass bei uns Jüdinnen und Juden wieder zur Zielscheibe werden. Es ist in jeder Konfliktsituation in Bezug auf Israel so, dass es zu Demonstrationen kommt, innerhalb Wien, innerhalb anderer deutschsprachiger Städte, bei denen es zu antisemitischen Übergriffen kommt, zu Übergriffen gegenüber der jüdischen Bevölkerung, gegenüber der jüdischen Gemeinde, antisemitische Schlachtrufe, Morddrohungen. In Wien werden die Sicherheitsvorkehrungen wie etwa vor dem Gebäude der israelitischen Kultusgemeinde verstärkt. Der Verfassungsschutz steht in engem Kontakt mit europäischen und israelischen Sicherheitsbehörden. Eine verstärkte Überwachung betroffener Einrichtungen in Österreich wurde angeordnet. Das Bundeskanzleramt hat aus Solidarität mit Israel die israelische Fahne gehisst. Und wir haben jetzt noch weitere Meldungen des Tages im Überblick für Sie. In Herat in Afghanistan sind bei mehreren Erdstößen der Stärke 4,6 bis 6,3 mindestens 120 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 1000 sind verletzt. Unter den eingestürzten Gebäuden werden noch zahlreiche Verschüttete vermutet. In Indien ist die Opferzahl nach dem Bruch eines Staudammes im Himalaya auf 47 gestiegen. 150 Menschen werden noch vermisst. Der Damm des Gletschersees im Bundesstaat Sikkim ist schon am Mittwoch gebrochen. Sein Bau war von Anfang an umstritten. Der russische Anteil des in Österreich verbrauchten Erdgases ist im August auf 43% gesunken. Im Juli waren es noch 66%. Wegen des milden Wetters wird derzeit generell weniger Gas verbraucht. Die Gasspeicher sind zu 95% gefüllt. Beim bundesweiten jährlichen Zivilschutzprobealarm sind heute alle 8.311 Sirenen getestet worden. Nach Angaben des Innenministeriums funktionieren 99,37% einwandfrei. Getestet wurden die Signale Warnung, Alarm und Entwarnung. Zum Schluss der Sendung wollen wir noch kurz zur Formel 1 blicken. Da hat Max Verstappen vor knapp 2 Stunden seinen 3. Weltmeistertitel in Folge fixiert. Der Niederländer sichert sich mit dem 2. Platz im Sprint den Sieg in der Weltmeisterschaft. Um 20.08 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist es vollbracht. Max Verstappen holt sich hinter McLaren-Pilot Oscar Piastri den 2. Platz im Sprint und damit den WM-Titel.
Dass ihm dieser auch theoretisch nicht mehr zu nehmen ist, entscheidet sich schon 10 Minuten davor. Nachdem der Zweite der WM-Wertung, Sergio Perez, bei diesem Crash ausscheidet, fällt die Entscheidung zugunsten Verstappens. Der Red Bull Racing-Pilot darf sich über seinen 3. WM-Titel in Folge freuen und dementsprechend feiern. Es ist ein fantastisches Gefühl nach einem unglaublichen Jahr. Wir sind viele gute Rennen gefahren und ich bin sehr stolz auf den Job des Teams. Und ich habe es sehr genossen, in diesem Team mit dabei zu sein und jetzt dreifacher Weltmeister zu werden. Im Schatten der WM-Feierlichkeiten von Max Verstappen feierte der erst 22-jährige Australier Oscar Piastri seinen ersten Sieg in der Formel 1, auch wenn er nur in einem Sprintrennen gelingt. Dritter wird sein McLaren-Teamkollege Lando Norris. Weltmeisterlich auch die Wetteraussichten von Vera Gruber. Morgen bringt teils stürmischer Wind im Norden und Osten einige Regenschauer und mit dem Wind kühlt es tagsüber auch ab. Nach Westen und Süden hin ist es länger sonnig und weiterhin warm. Auch zu Wochenbeginn gibt es von Vorarlberg bis Kärnten und in die Südsteiermark einige Sonnenstunden. Sonst bleibt es mit lebhaftem Westwind wechselhaft, aber für die Jahreszeit ist es mild. Man sieht es deutlich, die Temperaturkurve liegt nach wie vor im roten, also überdurchschnittlichen Bereich. Und das bis weit in den Oktober hinein. Das war eine Sonderausgabe der Zeit im Bild 2. Die ORF-Information hält Sie über die Situation im Nahen Osten und die anderen aktuellen Ereignisse natürlich weiter auf dem Laufenden auf ORF.at und morgen ab 7 Uhr in Sondersendungen auf ORF 2. Vielen Dank fürs Dabeisein. Auf Wiedersehen.